kommen jetzt zu der nächsten Keynote, zu Herrn Professor Weinhardt, Christoph Weinhardt, Professor für Informatik, Wirtschaft und Marketing am Karlsruher Institut für Technologie. Herr Weinhardt, bitteschön. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung, hier ein paar Impulse in die Diskussion setzen zu können. Mein Motto für heute lautet, und es ist tatsächlich nicht abgesprochen mit Herrn Zetsche und es stand auch nicht im Briefing, mehr Mut zur Digitalisierung in Deutschland. Und die Bundeskanzlerin hat letztlich schon darauf hingewiesen, dass sie auch anpacken muss und dass sie drauf und dran ist, unsere Politik hier Einfluss zu nehmen. Und Herr Zetsche hat es natürlich gezeigt für die Automobilindustrie. Und ja, es ist wichtig, dass wir nicht zusehen, wie Digitalisierung um uns herum einfach nur geschieht, sondern dass wir sie aktiv mitgestalten. Und nicht nur in und für Deutschland, sondern wirklich auch in einem globalen Wettbewerb. Aber fangen wir mal vorne an. Wer von uns hätte denn gedacht, dass das weltgrößte Medienunternehmen keinen einzigen Journalisten beschäftigt und keine eigenen Inhalte hat? Facebook zeigt uns, wie das geht. Oder dass der weltweite größte Anbieter für Unterkünfte kein einziges Hotelzimmer besitzt. Airbnb macht das so. Das sind nur ein paar Beispiele, die zeigen, wie Digitalisierung auf unser gesamtes Leben durchgreift, wie neue Dienstleistungen, Produkte entstehen, ganz in neuen Geschäftsmodellen, in neuen globalen Wertschöpfungsnetzen, bei denen oft Hand in Hand mit den Kunden von Anfang an und den Anwendern gearbeitet wird. Doch leider kommen diese Champions alle nicht aus Deutschland. Und wir beklagen gerne die digitale Überlegenheit der US-amerikanischen Internetgiganten. EU-Kommissar Oettinger bedauerte kürzlich sogar deren Mentalität als digitaler Datenstaubsauger. Und das bringt mich kurz zum sprichwörtlichen deutschen Bedenkenträger. Wir hatten es gerade schon davon. Auf dem Smart Data Summit im Herbst in Berlin habe ich mal gesagt, nur wer Daten hat, kann auch Mehrwert schaffen. Das hat zwei Seiten. Wer gibt die Daten? Das sind oft wir, die wir unsere Daten bereitstellen. Wir wissen eigentlich, dass wir damit bezahlen letztlich. Die Kanzlerin hat schon vom Rohstoff des 21. Jahrhunderts gesprochen. Das ist fast zu einer Währung geworden. Und was geschieht dann mit den Daten? Das ist die zweite Seite. Das betrifft vor allem die Betreiber der digitalen Anwendungen. Die nutzen unsere Daten, um ihre Geschäftsideen erfolgreich umzusetzen, indem sie beispielsweise das Internet ganz smooth in unseren Alltag integrieren und wir dadurch mehr Komfort, Vernetzung, Zeitersparnis, was auch immer haben. Wir haben die Modelle gerade gehört. Aber auch, indem sie bessere Prognosen für ganz wichtige Lebensbereiche erstellen. Daten und Rechenkapazität lassen da jetzt Erstaunliches zu, wie wir wissen. Und für uns Endverbraucher ist es häufig gar nicht sichtbar, in welchen weiten und zentralen Teilen der Produktion das tatsächlich eingesetzt wird oder auch für die Wetter-Umweltprognosen, was ganz entscheidend sein kann für den Agrarbereich oder unsere Energie- und Wasserversorgung. Und wenn wir uns dann klar machen, dass langfristige Kundenbeziehungen das A und O dieser Anbieter sind, dann wird auch dem Bedenkenträger klar, dass die Daten nicht nur immer gegen uns verwendet werden, wovor so viele Angst haben. Im Gegenteil, Convenience ist der versteckte Verkaufsschlager und wir nehmen bequeme Dienste auch gerne an. Wir sind dann auch in vielen Fällen bereit, mal unreflektiert Daten herzugeben. Google Maps beispielsweise mit nahezu perfekten Staumeldungen funktioniert nur, weil Google uns beobachtet, weiß, wann wir wo, wie schnell fahren und natürlich auch die Kompetenz, das Wissen und die Ideen hat, das zu einem smarten Businessmodell und zu einem smarten Dienst umzusetzen. In der Plethora von Informationen im Internet geben uns viele dieser Dienste eigentlich Struktur und Orientierung. Das ist wichtig. Aber sie tun das immer jeweils nach ihren eigenen Regeln. Und das sollten wir zumindest halbwegs verstehen und wir sollten wissen, was wir wann tun im Internet. Und das geht nur mit den entsprechenden Kompetenzen. Und wir haben es vorher schon gehört, das gilt natürlich auch für Unternehmen. Meine klare Botschaft an der Stelle heißt, Digitalisierung muss integraler Bestandteil jeder Ausbildung sein. Wir hatten es vorher schon im Hochschulbereich oder im Facharbeiterbereich, aber vielleicht schon viel früher in den Schulen, vielleicht sogar in den Tagesstätten für Kinder. Vielleicht müssen wir viel früher anfangen, auch dort mit digitalen Medien zu arbeiten und den Jugendlichen frühzeitig beizubringen, welche Probleme es auch gibt, aber natürlich welche Chancen.
Und unsere starke mittelständische Industrie, da gibt es ja ganz viele Champions hier bei uns in Deutschland, muss auch verstehen, dass sie den Zug der Digitalisierung nicht verpasst. Es wäre fatal zu glauben, man könne die Digitalisierung aussitzen. Vorsicht, sonst geht es einem so, wie Hemingway es formulierte als Antwort auf die Frage, wie geht man pleite? Er sagte, erst ganz langsam und dann ganz schnell. Und ich glaube, wir haben gerade eben mehr oder weniger darüber geredet, dass das auch auf gesellschaftlicher Ebene durchaus so sein kann. Nokia hat dies auch leidvoll erlebt im Mobilfunkbereich. Also haben Sie Mut, warten Sie nicht ab, nehmen Sie die digitale Transformation ernst. Anderes Beispiel, Energiemärkte. Auf meiner Delegationsreise zu den US-amerikanischen Energiemarktbetreibern im vergangenen Herbst hat sich gezeigt, während wir hier überlegen, welche Daten wir als Haushalt unseren Energieversorgern zur Verfügung stellen, entscheiden dort, ganz umgekehrt, die Versorger, welche Daten sie ihren Kunden nachher bereitstellen, denn sie haben sie schließlich erhoben. In diesem Kontext hat Kollege Fetzer aus Mannheim auf einer Tagung beim BMBF im letzten Sommer auch in den Raum gestellt, es war etwas überraschend, dass wir neben dem Datenschutzrecht eventuell auch ein Gesetz zum Datenrecht einführen sollten. Zu Risiken und Nebenwirkungen sind wir mal gespannt auf den Inner Circle 3, da ist das, glaube ich, sehr stark das Thema. Wir können zwar mittlerweile ein eigenes Label Datenschutz in Europa und Deutschland aufbauen, doch da hinken wir dann eher den aktuellen Entwicklungen immer hinterher. Wir fangen auf, was an anderer Stelle versäumt wird. Vielleicht wäre es an der Zeit, ein alternatives Internet zu entwickeln, ähnlich wie Bio- oder Fairtrade-Produkte, wo Kunden in ihrem jeweiligen Kontext den Qualitätslevel entscheiden, der für sie gerade gut ist. Am Karlsruher Institut für Technologie arbeiten wir gerade an solchen Ideen, etwa einem wertorientierten Fairnet, an dem ganz viele unterschiedliche Disziplinen auch eng verzahnt zusammenarbeiten müssen. Ich will an der Stelle sagen, wir sollten unser kulturelles Erbe als Bedenkenträger in mehr Begeisterung für Neues ummünzen und erst in einem zweiten Schritt für eine maßvolle Umsetzung nutzen und nicht umgekehrt. Und dann stellt sich noch die Frage, warum muss es eigentlich so weit kommen, dass keiner der Internetgiganten aus Deutschland kommt? Und warum haben es disruptive Innovationen, wir hatten es vorher davon, im Bereich der Digitalisierung auch so schwer in unserem Forschungssystem? Nun, es kann eigentlich nicht angehen, dass wir in unsere Forschungsanträge schon alle Ergebnisse vorher wissen müssen und als Verwertungskonzept auch schon hineinschreiben müssen. Da kann fast nichts Disruptives hinten herausfallen. Und es kann auch nicht angehen, danke. Und es kann auch nicht angehen, dass sich interdisziplinäre Forschung immer noch so schwer tut in unserer Förderlandschaft. Häufig, weil Gutachter aus den Einzeldisziplinen den Fortschrittsgewinn aus ihrer Sicht für zu gering halten und dann gerne mal ablehnen, obwohl hinlänglich bekannt ist, und wir haben auch davon heute mit der Kanzlerin gesprochen, dass gerade in den Zonen zwischen den Disziplinen der Schlüssel für Neues liegt. Ich denke, da müssen wir was ändern. Deshalb auch ein Appell an die Politik und an die Förderer. Wir brauchen zum einen ausreichend Gelder für hochriskante Forschung. Da muss mehr Mut zum Risiko da sein. Und wir brauchen zum anderen auch neue Verfahren vielleicht für die Auswahl und die Vergabe von Forschungsgeldern. Vielleicht sollten wir das System zumindest in Teilen auf neue Beine stellen. Und wie wäre es da mit etwas mehr Digitalisierung? Mehr Mut also auch vielleicht zu Veränderungen in diesen traditionellen Prozessen. Und wir brauchen mehr Mut zur Interdisziplinarität. Lassen Sie uns die Mauern zwischen Disziplinen abbauen. Das gilt für Forschende genauso wie für die Förderer. Wir sollten alle einen Blick dafür entwickeln, wie wichtig es ist, neben den technischen auch die geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen zum Beispiel sehr früh in die Forschung mit einzubeziehen. Ja, das ist anstrengend, aber der Einsatz lohnt sich, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Und wie wir es ganz aktuell auch wieder leben in unserer Forschungsallianz for Digital in Baden-Württemberg. Und beziehen wir auch die Menschen selbst, die Zivilgesellschaft, frühzeitig in unsere Forschungsarbeit mit ein. Dies führt zu mehr Akzeptanz in unserer Gesellschaft, aber auch in anderen Gesellschaften, wenn wir besser verstehen, was Menschen wie Sie und ich von der digitalen Zukunft erwarten und nicht alleine überlegen, was technisch möglich ist. Dann führt es auch zu Akzeptanz in anderen Gesellschaften mit anderen Bedürfnissen und mit anderem kulturellen Hintergrund. Also mehr Mut, auch zu mehr Partizipation in der Forschung. Gut, und all das gilt
eigentlich, was ich gesagt habe, für Forschung und Entwicklung in der Industrie. Deshalb vielleicht am Ende noch drei kurze Appelle an die Industrie. Dort, wo unsere Förderer den Return on Investment häufig sehr schnell von unseren Forschungsprojekten erwarten, am besten in 2-3 Jahren. Auch das ist zu kurzfristig für wirklich Neues. Herr Höttges muss dabei auch grinsen. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Industrie, vielleicht der Appell, überwinden Sie den Kurzfristdruck, den es natürlich aus dem Markt gibt, überwinden Sie ihn zumindest, wenn es um Forschung geht. Und dann ist da ein zweites Problem. Insbesondere in Konsortien mit mehreren Partnern. Da macht es keinen Sinn, wenn wir von Vorbeginn eines solchen Projektes oft ein halbes Jahr oder noch länger über die Verwendung von Daten und Ergebnissen verhandeln müssen. Was heißt da wir? Da lassen wir unsere Rechtsabteilungen aufeinander los, weil es für uns viel zu komplex ist und die sollen dann für Ordnung sorgen. Da ist der Zug schon längst abgefahren, die Luft raus beim Forscher, Begeisterung und Motivation durchaus verpufft. Gegenseitiges Vertrauen ist hier wichtiger als alles andere. Lassen Sie unseren Gesetzesdschungel abholzen, lassen Sie uns klare Verhältnisse schaffen, aber auch die Bereitschaft erzeugen, gegenseitig Daten auszutauschen und darauf dann aufzubauen. In der digitalen Welt eigentlich ein einfaches und auch schnell zu machen. Und die öffentliche Hand kann hierbei natürlich auch eine Vorreiterrolle einnehmen, Open Data, Open Link Data, uns hier mit zu versorgen. Und drittens, das Wagniskapital. Wagnis passt gut zu Mut und da fehlt uns in der Tat ein wenig von der Kultur der Westküste der USA. Die jungen Gründer, die kleineren Investoren brauchen gute Exit-Chancen am Ende. Das heißt, sie brauchen aufgeschlossene, starke Industriepartner, sie brauchen sie. Also gilt auch auf Seiten der Unternehmer, den Leistungsträgern unserer Gesellschaft, mehr Mut zu zeigen und auch öfter mal einen längeren Atem zu haben. Meine Vision würde am Ende eine digitale Welt zeichnen, in der wir über die vielen Smart Data, Smart City, Smart was auch immer, vielleicht hinaus zu mehr smoothen Anwendungen kommen, im persönlichen Alltag wie auch in der Arbeitswelt. Dort, wo jeder quasi per Opt-in, Opt-out situationsabhängig jeweils entscheiden kann, was für Settings er haben will, in welcher Welt er nun weiter arbeiten oder sich bewegen will. Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir als übergreifenden Impuls mit in die Diskussionsrunde nun nehmen, dass es entscheidend sein wird, die Zukunft der digitalen Transformation aktiv mitzugestalten, auf allen Ebenen. Und dazu benötigen wir neben dem Wissen auch die Kompetenzen. Und Kompetenzen können nur wachsen, wo Ideen und Mut Raum haben. Vielen Dank. Thank you.